Hallo liebe Camper, einen schönen Gruß aus Dingespül bei Mika Caravan. Hier haben wir mal ein wunderschönes Fahrzeug stehen, einen Tournee. Ähm, was machen wir bei dem Fahrzeug? Wir verbauen hier einen ähm, Wechselrichter, wir verbauen hier einen Lithium-Akku, wir verbauen hier einen Solarregler und so weiter. Uh, unter anderem auch eine uh, LTE-Antenne und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und da wollte ich euch mal ein paar Besonderheiten zeigen. Und zwar, jetzt weiß ich gar nicht, ob man das so sieht, wenn wir hier reinschauen, um, da sieht man schon mal, wie eng das ist, weil hier beim Tournee ist uh, die ganze Unterbank verleimt. Also man kann hier gar nicht viel wegmontieren und da haben wir nur die kleine Öffnung hier, wodurch wir arbeiten müssen. Das erschwert so ein bisschen die Situation, aber wir sind es gewöhnt, weil wir sind ja auch tournee vertragshändler und somit haben wir da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Hier haben wir auch schon die Lithium-Batterie stehen und hier unten seitlich haben wir den Wechselrichter rein montiert den sehen wir hier schon. Ähm da ist auch gut Platz da drin, das kriegen wir alles hin. Äh, nur es ist halt wirklich schon, ähm, ja, wie soll man sagen, schon eine kleine Herausforderung. Jetzt müssen wir natürlich noch die Netzumschaltung reinbauen, ähm, weil da hinten haben wir auch die 230-Volt-Verteilung, wie wir sehen. Dann haben wir hier die 12-Volt-Verteilung und da hinten haben wir das Ladegerät hängen, äh, was auch noch fleißig umgestellt wird, weil auch das ist immer zu beachten, wenn wir Lithium verbauen. Dass man auch entsprechend die Ladekennlinien einstellen bei den Fahrzeugen, damit auch der Akku dementsprechend richtig geladen wird. Dann natürlich Netzumschaltung, ganz wichtig, damit alle 230 Volt Steckdosen entsprechend versorgt waren. Und hier oben in dem Fach, hier sehen man schon, da haben wir den Solarregler, das ist der alte Solarregler, das ist kein MPPT-Regler ähm, und darum nehmen wir den raus und tauschen den aus äh, zu einem vernünftigen MPPT-Regler ähm, und hier haben wir die, die äh, na, sagt man die äh, Fußbodenheizung, ähm, da hinten haben wir die ganze Elektrik hängen, da müssen wir jetzt dann rein, weil wir natürlich die Solarzellen neu vertragen müssen weil wir ja einen neuen Regler reinmachen. Und ja, so haben wir hier immer einiges zu tun. Und dadurch, dass das alles natürlich ein bisschen beengt ist, äh, zieht es natürlich ein bisschen hin und ist das schon ein bisschen Arbeit. Hier oben machen wir dann übrigens auch ähm, den LTE-Router rein, weil der bietet sich da oben natürlich an, weil da haben wir gleich Strom und da können wir den dementsprechend auch gleich sauber verbauen. Jo, ja, das machen wir hier und dann haben wir hier ähm, was gesehen oder was mich sehr begeistert hat, was auch für die Qualität von dem Fahrzeug spricht. Das sieht man so eigentlich bei keinem. Wenn wir jetzt hier aufmachen, und jetzt weiß ich nicht, ob ihr das erkennen könnt, hier hinten, hier seht ihr die? Hier sind überall hinter den Leitungen, ähm, ein bisschen ranzoomen, seht ihr das? Vom Werkseite hier die Schutzleitungen drauf. Also finde ich bei Tournee super geil, habe ich so noch nie gesehen. Äh, bei den meisten Herstellern ist das leider nicht der Fall. Da wird es leider nicht so verbaut oder nicht so gehandhabt. Und das ist hier schon richtig klasse. Also das muss ich sagen, das hat mir schon sehr imponiert und hat mir schon sehr gefallen, ähm, dass das hier so gehandhabt wird. Jo, dann haben wir natürlich noch den das Bedienteil vom Wechselrichter, wo wir hier noch verbauen und die Kabel, wo wir noch alle einziehen müssen. Und ja, da sind wir schon fleißig zu gewesen heute. Und unter anderem haben wir hier eben von der Firma Karatec ähm, die Antenne liegen, wo wir hier verbauen. Ähm, keine Angst, der Bügel wird verklebt. Er wird hier bei uns nicht verschraubt, ähm, sondern wir verkleben das. Dann haben wir natürlich hier die drei Leitungen, die nach unten müssen. Da hat Karatec auch eine spezielle Dachdurchführung, wo wir die drei Leitungen durch eine Dachdurchführung kriegen. Das ist echt gut gelöst. Und jo, hier haben wir dann noch den Router. Und das ist bei Karatec ähm, so ziemlich... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das nur jemand kann, aber die Karatec-Ruder können das. Hier kann man nämlich zwei SIM-Karten reintun. Ähm, jetzt sagen viele von euch, warum zwei SIM-Karten? Zwei SIM-Karten haben natürlich den geschmeidigen Vorteil. Ich lasse eine SIM-Karte immer drin, meine, ja, wo ich halt dementsprechend nutze. Und wenn ich jetzt in ein äh, anderes Land fahre, wo ich eventuell... Äh, eben mir eine landestypische äh, Sim-Karte holen möchte, weil da die Daten oder das Datenvolumen günstiger ist oder wie auch immer, dann kann ich die hier rein tun. Und somit kann ich von einem Slot auf den anderen umschalten und kann auch diese nutzen und muss aber meine dann nicht immer raustun und dann geht die auch gar nicht verloren. Und das finde ich eigentlich eine ganz schicke Sache. Und das ist der Grund, warum wir hier jetzt in dem Fall eine Karatec verwahren. Ähm, ja, da steht jeder auf was anders, jeder möchte was anders. Wir äh, oder ich äh, finde die Karatec-Antennen eigentlich sehr gut. Sind auch sehr funktionell und äh, haben echt tolles, tolle Rezessionen und beziehungsweise tolle Bewertungen, auch mit dem Handy zu steuern. Also, im ähm, Großen und Ganzen. Echt eine tolle Sache. Jo, das kriegt alles dieser wunderschöne Tournee von uns. Ähm, jo, da freuen wir uns schon drauf die Woche. Da haben wir noch einiges zu tun. Aber das kriegen wir natürlich ohne große Probleme hin. Gleichzeitig haben wir hier wupp, noch unseren Eura stehen. Da sind wir allerdings in den letzten Zügen. Ähm, da haben wir soweit alles vorbereitet. Ähm, ihr seht, hier haben wir die Bultron verbaut. Hier haben wir den äh, Booster verbaut, wie ich schon gesagt habe. Ähm, dann haben wir den Wechselrichter verbaut. Ähm, da sind wir auch gut unten durchgekommen, weil die Kabel haben wir jetzt unten durchzogen. Den Wechselrichter haben wir da hinten verbaut. Ähm, hat super gut funktioniert, so sieht man hier gar nichts, wenn wir fertig sind. Also das werden wir morgen noch gar fit machen, gar aufräumen und dann werde ich euch das noch zeigen. Ähm, das wird eine ganz tolle Sache und da bin ich auch schon richtig, äh, ja, ich kann sagen, da freue ich mich schon richtig drauf. Es ähm, wird richtig klasse. Ähm, und am meisten freue ich mich drauf, dass wir das so hinkriegt haben, dass wir, wenn wir hier fertig sind, überhaupt nichts mehr sehen von dem ganzen Einbau und der Kunde einfach nur alles mit Bravour und viel Spaß nutzen kann und viel Freude hat. Das finde ich am aller, allerschönsten. Und hier haben wir dann nur die Sachen, die wir rausgebaut haben. Ähm ja, genau. Ja, so, jetzt habe ich aber noch eine kleine Thematik in ja, ich will nicht sagen eigener Sache, aber doch, das ist jetzt eigene Sache. Äh, ich ich finde es auch ein bisschen traurig, dass ich das jetzt machen muss oder äh, ich das überhaupt jetzt so sagen muss, aber mir bleibt da jetzt nichts mehr anders übrig, weil ich bin heute echt ein bisschen erschrocken. Ähm, wir haben eine E-Mail bekommen, äh, so verwegen, äh, drei Daumen runter. Ähm, weil meine Frau zu ihm, äh, zu demjenigen halt äh, gesagt hat, ja, wir haben halt äh, die Problematik, dass wir das Jahr wirklich so ziemlich gut ausgebucht sind. Und ähm, wir, wir arbeiten ja hier wie blöd. Ich stelle auch schon Leute ein, wenn man es findet, ähm, was ja alles gar nicht so einfach ist. Und. Ähm, ja, und dann wird mir vorgeworfen, so von wegen, ich äh, würde lügen und äh, wir wären ja gar nicht ausgebucht. Und äh, schließlich hätte ich ja auch noch Zeit, die ganzen Filme zu machen und Video und YouTube zu machen und hin und her. Und also ich finde die Vor Vorwürfe hier schon ein bisschen heftig und da möchte ich mir jetzt auch ein bisschen. Nicht rechtfertigen, aber mal was erklären, weil das habe ich ja schon öfter gehört. Ich äh, sollte doch, wenn ich äh, jetzt nicht äh, schnellstens Termine habe, dann aufhören, äh, YouTube zu machen. Also zum einen möchte ich mal klipp und klarstellen, also auch jetzt haben wir schon wieder äh, 20.30 Uhr. Ähm, ich mache diese Filme ausschließlich abends bis nachts. Bei den meisten Videos ist es dunkel, heute ist es etwas äh, später oder noch, noch heller. Weil ich heute ausnahmsweise mal vor 21 Uhr heimgehen möchte. Weil ich tierische Zahnschmerzen habe. Ich war beim Zahnarzt. Also da muss ein einmal vergönnt sein, wenn man ein bisschen früher Feierabend macht. Und zum zweiten mache ich diese Filme nicht ausschließlich nur wegen Werbung. Natürlich machen wir auch Werbung damit, aber auch möchte ich natürlich die Qualität der Einbauten zeigen. Ich möchte Anregungen zeigen, ich möchte äh, Ideen weitergeben, wie wir hier arbeiten, was wir hier alles umsetzen für eventuelle Selbstausbauer, für eventuelle äh, Kunden, die, die eben daheim irgendein Problem haben oder nur irgendein Produkt suchen und äh, wissen jetzt nicht wirklich, was sie nehmen sollen und, und, und. Das sind unsere Beweggründe, warum wir Filme machen oder beziehungsweise warum wir unseren YouTube-Kanal haben. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man sich äh, auf diese Art so rechtfertigen muss, äh, warum ich YouTube mache. Also äh, ich, ich verstehe jetzt mittlerweile wirklich immer meine lieben Kollegen, die sich auch auf YouTube immer mal wieder zu irgendwelchen Dingen äußern. Ich hätte gedacht, ich komme irgendwie drum rum und der Kelch geht an mir vorbei. Aber es ist natürlich auch schon teilweise unfassbar. Was an der Nahe gelegt wird, wo ich sagen muss, also ich find's nicht wirklich schön und ich, dass man mir das Lügen unterstellt. Ich wüsste gar nicht, warum ich so dumm sein sollte, um einen Auftrag abzulehnen. Also ich meine, dann wäre ich der schlechteste Geschäftsmann, wo es gibt, wenn ich Aufträge ablehne, nur weil ich nicht will oder oder was soll hier der Hintergrund sein, warum ich jemand ablehne? Äh, natürlich möchte ich Aufträge haben und natürlich möchte ich äh, weiter Wohnmobile verbauen. Nur ich kann nun mal nicht zaubern und meine Jungs machen hier schon Überstunden wie blöd. Äh, wir sind jetzt aktuell äh, vier Mitarbeiter, vier Montageleute äh, in der Werkstatt und äh, ich kann nicht innerhalb eines Jahres 20 Leute einstellen. Also so funktioniert der Firmenexpansion nicht, weil alles muss auch bezahlt werden. Also, ich, ich, mir fehlen da so ein kleines bisschen die Worte zu solchen Vorwürfen. Und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt einfach einmal so raushaue und äh, auch dementsprechend so ein bisschen um Verständnis bitte. Ähm, wir sind rappelvoll, die Anfragen sind brutal viel. Ähm, ich habe auch schon noch für mehrere Leute gesorgt. Wir werden auch im August nochmal einen. Mann dazu bekommen. Ich werde auch, habe auch nur einen freiberuflichen Mann dabei. Ähm, nur auch er hat Termine. Ähm, da kann ich auch nicht frei verfügen drüber. Und ich würde gern nochmal drei einstellen oder vier. Aber Leute, ich muss die erstmal finden. Also die, das geht alles nicht von heute auf morgen. Und die Monteure oder beziehungsweise Wohnmobilmonteure, die guten Leute, die findet man auch nicht einfach so. Die liegen nicht auf der Straße rum. Wir haben hier bei uns in Dingesbühl eine nahezu Vollbeschäftigung. Also hier gibt es fast keine Arbeitslosigkeit und hier sucht fast keiner. Also es ist alles nicht so einfach, wie sich manch einer von euch das vielleicht vorstellt. Und... Auch dahingehend, äh, nein, wir lügen nicht. Wir sind tatsächlich komplett ausgebucht. Ähm, drum sagen wir ja auch immer, ein bisschen Zeit muss man mitbringen. Ähm, aber nicht nur ich bin ausgebucht, sondern auch der WCS ist ausgebucht. Und ich glaube, äh, bei den anderen Namenhaften, die hier auf YouTube unterwegs sind, äh, gibt es bestimmt auch nicht Termine wie Sand am Meer. Und ähm, weil, man darf ja nicht vergessen, 80.000 Neuzulassungen im Jahr, es gibt nicht allzu viele Werkstätten in unserer Art, ähm, somit haben wir natürlich das Problem, dass alle, die das tun, was ich auch tue, was WCS tut, was Carex tut, was äh, äh, GNS tut, was Julian macht und so weiter, äh, natürlich gut besucht ist und wir geben alles, wir tun alles, um mehr stemmen zu können. Ähm, natürlich könnt ihr auch weiter Anfragen stellen. Natürlich machen wir das auch. Ich beantworte die auch. Aber wenn ich sage, ich kann das ja leider nicht, weil äh, ein Ladebooster baue ich dann mal schnell in zwei Stunden ein. Ähm, dann tut es mir leid, es steht euch natürlich frei, dann auch woanders anzufragen. Aber man muss uns deswegen ja nicht gleich beleidigen. Ich würde lügen und ich würde hier Märchen erzählen. Also das finde ich jetzt wirklich nicht schön. Und ähm, ja, das ist, war mir jetzt ein bisschen auf dem, Herz kling, auf dem Herzen klingen. Und meine Frau war da heute auch ein bisschen schockiert drüber, was ich auch vollkommen verstehe, weil sie hat ja vollkommen richtig reagiert. Mir sagen die Wahrheit am Telefon, weil es ist ja Quatsch, wenn man das versprechen. Und dann werden die Autos nicht fertig. Also das geht ja genauso wenig. Ähm, ja, was, was soll man dahingehend tun? Und somit äh, hoffe ich, dass da wirklich ein bisschen Verständnis da ist. Wir geben alles, wir tun alles. Wir werden, wie gesagt, auch noch neue Leute einstellen. Ähm, wir werden auch noch äh, weiter daran arbeiten. Nur auch das ist auch klar, wenn ich Leute einstelle, möchte ich die Leute auch durchgängig behalten, weil auch an diesen Menschen hängen. Familien dran, Existenzen dran, und das sind keine Marionetten, die ich mal kurz einstellen kann, wenn es brauche und rausschmeißen kann, wenn es nimmer brauche. Da bin ich der falsche dafür. Das funktioniert auch nicht und das tun wir auch nicht. Und von dem her brauche ich ja eine gewisse Kontinuität, um auch wieder Leute einstellen zu können. Und ähm, ja, wie gesagt, das funktioniert alles nicht von heute auf morgen. Also, bitte, Leute, seid mal nicht böse, habt da ein bisschen Verständnis. Ähm, wir geben alles und wir haben nur zwei Hände. Der Tag hat nur acht Arbeitsstunden. Äh, oft hat er ja auch zehn. Bei mir hat er oft äh, 16 und 17 und 18. Äh, aber ja, mehr schaffen wir halt einmal nicht. Das geht gerade aktuell halt nicht. Jo, dann möchte ich mir aber im positiven Sinn nochmals wieder bedanken für die vielen Einladungen oder für die vielen Zusagen. Äh, wird richtig toll. Da freuen wir uns drauf. Ähm, das war jetzt ein kleines, kurzes Video und unsere Einladung für den 6., 7., 8. August ähm, wird super gut von euch angenommen. Da freuen wir uns richtig. Und äh, ich verspreche auch, dass das richtig geil wird. Da kommen noch ein paar echt interessante Leute und jo, ganz lieben Dank. Bis dahin, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und über ein neues Abonnement. Über jeden Abonnenten, der dazukommt. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, auch jederzeit die Glocke drücken. Dann bekommt ihr auch immer mit, wenn ich einen neuen Schmann erzähle. In dem Sinn, liebe Grüße aus Dingespül, macht es gut, bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.